Nun, da das Wasser wieder durch die Efeutürme strömt, können wir endlich nach dem Finstermondstück suchen. Und wir wissen auch schon genau, wo wir dafür hin müssen. Und damit willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 HD. Ja, wir müssen jetzt B2 das Windradtor machen. Und aber erstmal sage ich nochmal, hallo, da bin ich wieder, der verlorene Bruder von Mario und Luigi. Ich weiß, ich bin bescheuert, aber ja. Ihr kennt das ja nicht anders. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja Klempner weggemacht haben und halt die Wasserräder wieder zum Laufen gebracht haben, dass Strom läuft, können wir weiter. Aber wir haben halt, na, wir haben echt einen super Rang, nämlich gar nicht. Aber ja, passt schon. Irgendwas finden wir jetzt auch noch, ne? Nachdem das ja läuft. Beziehungsweise müssen wir das eh wieder zum Laufen bringen. Schauen wir mal. Schauen wir später mal alles, wie gesagt. Na Luigi, willst du wissen, wie es um das Finstermondstück bestellt ist? Nun, das Paraskop hat es nicht so recht geschafft, das Stück zu orten. Da fiel es mir ein, mit den Stücken, die wir bereits haben, können wir den Suchalgorithmus verbessern. Und mit ein wenig Bastelei verriet mir das Paraskop genau, was wir wollten. Der riesige Baum zwischen den Türmen, irgendwo auf ihm drauf, müsste das Finstermondstück sein. Tja, damit wissen wir zwar, wo es ist, nur dorthin zu kommen, das wird der wahre Spaß. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Hohler Baum. Betritt den hohlen Baum über den neu errichteten Steg und finde einen Weg nach oben. Habe ich gerade Hohlenbaum gesagt oder Hohenbaum? Keine Ahnung. Alles klar, wunderbar. Und los geht's. Hapu. Hapu, pu, pu. Pu, pu, pu. Bin doof, ich weiß. Tschüss. Genau deswegen habe ich es gerade gemacht. Wegen den Zehen. Wir müssen irgendwas mit dem Eimer machen, ne? Machen wir es mal so. Meins. Hallo? Wir müssen irgendwas mit dem Eimer machen. Die Frage ist nur, was die gießen, oder? Wie schnell die gießen damit? Natürlich. Wer hätte das nur gedacht? Ach, das Ding ist immer noch voll. Okay. Hallo. Tschüss. Danke. Und gleich wieder eine Menge Kohle. So wie sich das gehört. Alles meins. Alles meins. Das ist wieder ein paar Tage her, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Um genau zu sein, sind das 3 Tage. Also so ein bisschen. Gucken wir mal, ob da was Neues drin ist. Oh. Nein. Nein. Na toll. Ich bin zu doof zu treffen, jedes Mal. Naja, können wir später ja alles noch machen, wenn wir die nochmal machen müssen. Das ist nur das Geräusch, okay. Guck mal, der läuft reibungslos. Naja, beide nicht so wirklich reibungslos, aber die generieren wenigstens Energie. Okay, dann wollen wir mal rein hier, ne? Das ist das Tor. Haben wir hier noch einmal rumliegen? Ups. Zack. Weil ihr seht ja, die kann man ja auch noch gießen, ne?
Ah, da ist er. Da ist der Eimer. Danke. Dann, ups, ich drücke mal den falschen Knopf gerade. Wieder dran gewöhnen, wenn man halt ganz halt andere Steuerungen wieder hatte. So zwischendurch. Zack. Einmal du. Einmal du. Gehst du auch? Ja. Okay. Ah, verstehe. Dann kann man das wieder machen, oder wie? Meins. Dann haben wir die Münzen noch. Ich meine die Scheine. Hier ist aber diesmal kein Stein, ne? Nur da drüben. Ach, das ist wieder verschwunden, oder? Jo. Natürlich ist er wieder verschwunden. Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Boink. Oh. Hab dich. Hab ich dich. Zack. Komm her. So ein paar Münzen, ne? Oh, paar Baren, meine ich. Wie komme ich denn immer für Münzen? Scheine und Baren machen das. Keine Münzen. Keine Münzen. Okay. Jetzt sind das Münzen. Okay, das Tor müssen wir auf jeden Fall noch aufmachen. Ich würde erstmal hier reingehen. Können wir diesmal direkt drüber? Na klar. Diesmal ist noch nichts. Ich dachte, diesmal kommt da was. Hier ist wieder die Tür versteckt. Natürlich. Kommt her. Danke. So, wir hatten da noch eine Pflanze. Ach was. Na komm, wir müssen ihn gießen, ne? Lass mich raus! Ach so, wir müssen das betätigen, alles klar. Also ich esse erst. Mann! Was für ein Mistvieh. Weißt du mich da erstmal? Aha. Kann ich das bewegen? Nö. Wie soll denn das gehen? Den kann ich nicht mitnehmen, oder? Kann nur Wackel machen. Oh, ein Knochen. Okay. Aber bis jetzt wollen wir noch kein Stück Game Over einmal, ne? Das passiert ja auch. Hier sind die diesmal nicht. Verstehe. Ich sah aber einen Eimer. Ups. Zack. Ah ja. Verstehe. Ich wollte nur das machen eigentlich, aber ja gut. Gib her. Alles meins. Mich doch verarschen. So. Mal füllen bitte. Zack. Zack. Okay, die sind ganz schön klein. Die sind ganz schön klein, die beiden. Okay. Kann man auch machen, ne? Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Warte mal. Ist da hinter eine? Das sieht nämlich danach aus. Nö. Da können wir einfach nur duschen. Okay.
Schau mal hier nochmal, ob da noch irgendwas ist. Da will ich diesmal nicht runterfallen. Nee, nee. Diesmal nicht. Autsch. Ich dachte, ich schaffe das durch. Natürlich. Okay. Ja, manchmal dumm, ey. Manchmal sehr dumm. Ach, cool. Ist da diesmal was? Ich weiß, wir müssen eigentlich anders lang, aber ja. Da waren wir halt immer noch nicht drin, ne? Da ist die Tür. Kommen wir da rein? Ach, guck mal, das Ding ist gar nicht offen. Komm hier nicht weiter. Verstehe. Also erstmal nicht. Toll. Junge, Junge, seid ihr nervig. Ich kann's mit dem Timing echt gar nicht, ne? Tschüss. Meine Güte, ey. Manchmal treffe ich die auch gar nicht. Was ist eigentlich da hinten? Wie kommen wir denn da hin? Okay. Wie kriegen wir denn da Wasser rein, bitteschön? Dann fällt er mal so um. Eine getroffen. Ach, das war nur eine. Okay, verstehe. Ich verstehe. Ja genau, das ist nämlich das. Aber wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir das denn hin? Ist hier noch irgendwas? Oh. Münzen. Münzen. Das Ding hier ist immer noch kaputt. Einfach kaputt gelassen. Naja. Wie soll das gehen? Wie kriegen wir das denn voll? Also da rein. Ist es halt da oben, ne? Mit den Eimer kommen wir halt nicht weiter. Kommen wir halt nicht raus. Keine Ahnung, irgendwie müssen wir das halt da reinleiten, ne? Aber wie? Really? Really? Ich wollte mich einfach nur mal reinstellen. Und gucken, ob ich da irgendwas machen kann, aber nö. Warte mal. Ah, okay. Hab wieder ein bisschen gebraucht dafür. Auch nur ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Passiert.
Hallo. Fress. Und sterb. Danke. Was haben wir da drin? Oh, danke. Haha. Haha. Ich frage mich immer noch. Ich frage mich halt wirklich immer noch. Kommen wir da ran? Hier ist nichts, ne? Nö. Können wir auch nicht ins Wasser? Oder hier? Okay, warte, können wir hier nichts machen? Naja. Den kriegen wir irgendwann noch. Manche hatten wir ja eh immer schon, dass wir die gesehen haben, aber nicht rankamen. Und das kriegen wir eh nicht offen ohne Schlüssel. Offen ohne Schlüssel. Das funktioniert, aber geht nicht auf, ne? Was? Was? Diese Geister, ey. Heiliges Langfingerpakt. Heiliges Langfingerpack. Nicht schon wieder. Dieses Windradtor öffnet sich nur, wenn alle Flügel angesetzt sind. Hast du dir gemerkt, wohin diese dürren Spargelgeister geflohen sind? Nein? Nicht schlimm. Ich mach sie schnell mit dem Paraskop ausfindig. Einen Augenblick Geduld. Bitte sehr, schau auf deine Karte. Ciao. Finde die Windradflügel. Wir haben ja gesehen, dass sie hier reingeflogen sind, ne? Aber ja, Luigi achtet ja nicht drauf. Geht trotzdem erstmal gucken, ob hier noch was ist. Oh, eine Fledermaus. Was soll denn das? Missy. Ach, guck mal, eine Kiste. Ich dachte, da wäre eine Tür. Aber ja. Das ist auch gut. Warum auch nicht? Kohle, Kohle, Kohle. Money, money, money. It's so funny. Einmal so. Und dann kommen wir da rein. Natürlich sind sie jetzt überall drin, ey. Danke. Oh, okay. Das war eben nur Zufall. Das war nur Zufall. Da ist nix. Da auch nicht. Sagen wir das Ding da oben mal weg. Öffne erstmal die Tür hier. Weil die hat scheinbar keinen weiteren Durchgang. Nö, deswegen lohnt sich erstmal die zu nehmen. Mhm. Ah, mein Herz. Frosch. Haben wir einen Frosch da drin, natürlich. Das da oben. Oh. Okay. Na klar, da ab.
Ah ja, genau. Warte mal, wahrscheinlich müssten wir so machen. Ach ja, ich saug den nochmal kurz ein. Dann können wir nämlich die Sachen noch betätigen. Ich will nochmal ein bisschen gucken. Ja, wahrscheinlich müssen wir gleich erstmal nach oben. Und dann uns einmal runterfallen lassen. Oder auch nicht. Geht das überhaupt? Ach, wahrscheinlich kommen wir noch gar nicht durch, oder? Öffnen sich wahrscheinlich erst durch was anderes. Wir gehen das mal gucken. Wir schauen erstmal. Ich hab dich. Dich habe ich. Nee. Hab euch. Na klar. Hab dich. Ist irgendwo noch einer, ne? Natürlich er. Hab dich. Hab dich. Miss VA. So, dann sammeln wir den mal ein. Ich dachte, der macht eine größere Animation, aber naja. Hätte ich nämlich erwartet, dass er wirklich eine größere Animation macht. Ich will aber nicht in die andere Ebene. Tschüss. Was ist das für eine Treppe, ey? Ich war hier noch nicht fertig. Okay, da ist nix. Naja, wir gehen mal hier hin. Haben wir noch reingeguckt? Alles klar. Ja. Genau, trotzdem müssen wir hier gucken. Sollen wir die Pflanzen ankriegen? Mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Nö, scheinbar nicht. Sollte man nicht nur ziehen, ne? Ja, lass mich. Was zur Hölle? Ja. Och nö, nicht der Fett schon wieder. Hallo. Hab euch. Kommt her. Wie er das Ding frisst, ey. Wie er das Ding gerade gefressen hat. Und... Okay. Hab dich. Klopsi. Ah, guck mal, wer da hinten war. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gerade gesehen? Guck mal, wer sich da versteckt. Hab dich. Na komm, bleibst du schön hier? Hab dich. Nummer 2.
Und dass es eh keine Animation richtig gibt, brauche ich auch nicht mal einen Avatar wegmachen. Okay. Ja, dann gießen wir erstmal, ne? Dann gießen wir erstmal die Blümchen. Zack. Die hier, zack. Und dann die hier. Zack. Wie viele Eimer hier aber rumliegen, ey. Oh, cool. Dann haben wir das nächste Stück. Aber ich frage mich immer noch, wie wir an den anderen rankommen. Zack. Münzen. Dann hier noch Münzen oder eine Münze. Da ist nix. Da auch nicht. Ich trete einfach mal gegen und gucke, ob da was rauskommt. Hallo? Da war ja auch nichts, ne? Zack. Zack. Zu nah dran gewesen, na toll. Die spucken halt immer Scheine aus, ne? Glaub, weil die leichter sind. Glaub, weil die leichter sind. So, das war's. Das haben wir. Und dann können wir hier hin. Diese Treppe, ey. Na, guck mal, das ist das Bett. Scheine, Scheine, Kohle. Hallo? Kann man hier raufgehen? Nö. War klar. War klar, dass das so funktioniert. War gerade zu doof, ne? Ja, komm mal her. Hab ich meinen Staubsauger. Aha. Was zur Hölle? Zeig mal kurz die Karte. Okay, wir sind da. Dann werden wir noch eins höher. Das ist der andere Geist. Da ist der. Was ist denn das da hinten? Irgendwie hatte ich den Gedanken gerade, dass das das ist. Weil wir kennen das aus dem ersten Teil noch. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht fast. Aber ich wollte es ausprobieren, so wie immer. Aha, komm, wir sind jetzt im Labor. Wir sind jetzt hier im Labor, sehr cool. Danke. Das ist der Eimer. Das ist nix. Ah, Münzen. Hallo? Tropf, Tropf, Tropf. Ah, Moment. Machen wir einmal so. Ich verstehe. Reicht das oder ist das doof an der Stelle? Das sollte reichen, oder? Dumm. Okay, wir haben's. Geh doch. Wie ich das denn da rein? Hier müsste das doch so gehen, naja. Und hier?
Irgendwo. Ach so, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh, cool. Wir müssen das Ding irgendwie anmachen da drin, ne? Okay. Okay, machen wir das so. Flop. Noch ein bisschen Wasser rüber. Was zur Hölle? Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich war das nicht. Nein, nein. Nein, nein. Ich mache hier nichts kaputt. Sitzlingskultur. Gib her. Gib her. Danke. Hab dich. Danke. Gib her. Her mit deiner Brille. Hab dich. Dachtest wohl, dass das klappt, oder? Na, noch mehr? Ich höre hier Mäuse. Was waren das zu betätigen auch hier? Okay. Ah, da. Hab dich. Yeah, danke. Dann haben wir den. Ich höre ja aber Mäuse die ganze Zeit. Oh ja. Ist gerade richtig gesehen. Warte mal. Okay. Das ist irgendwo hier, ne? Okay. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Da kann man nichts mehr machen, ne? Was ist das hier eigentlich? Achso, verstehe. Ups. Nochmal, das ist kaputt. Ich treffe den nicht mehr. Jetzt soll ich dich. Also, ist da eigentlich was, wenn wir alles kaputt machen? Oder wie ist das? Man kann halt alles kaputt machen, ne? Zack. 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 Oh. Moment. So. Toll. Naja. Naja, dann ist es so. Okay, dann haben wir das. Da war halt nichts. Ah ja, jetzt sind wir hier.
Oh, Herzen. Das eine jetzt fällt erstmal noch runter, natürlich. Was haben wir hier? Okay. Okay, da ist nichts versteckt. Da ist gar nichts. 36 Minuten schon wieder, ey. 36 Minuten schon wieder. Ist doch wieder eine falsche Tür, oder? Sieht zumindest so ein bisschen aus. Nee, doch nicht. Okay. Oh, hier sind auch noch zwei. Drei. Hab dich. Ich wollte beide gleichzeitig. Jetzt. Warte, das ist immer ein bisschen besser. Beide gleichzeitig. Das ist immer ein bisschen besser. Danke. Ich mach mal kurz weg. Hab dich. Hab ich dich. Komm her. Nee, 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 nee. Okay. Na gut. Das ist auch nix. Haben wir hier irgendwas? Oh, ein Herz. Danke. So, sind wir wieder voll, dann gehen wir mal hier lang. Okay. Okay. Das ist der Baum. Das ist der Baum. Was haben wir denn hier? Spannern wir schon wieder. Das ist die Toilette. Spannern wir einfach mal. Einfach mal gespannert. Ich glaub's ja nicht. Hallo? So, das wollte ich. Schon wieder eine Spinne. Schon wieder ein Spinnchen. Okay, brauche einen Schlüssel irgendwo, ja? Verstehe. Wir brauchen irgendwoher einen Schlüssel. Da kommen wir also gerade noch nicht weiter. Wir haben ja noch diesen. Das Untergeschoss, ne? Kanal. Kanal, okay. Komme ich hier irgendwie runter? Kann ich auch runterfallen, ne? Natürlich ist er nahe verwandt. Also Plumps unten. Komme ich hier wieder runter, ja, ne? Okay, die Maus hängt immer noch rum jetzt. Und tschüss. Er rutscht runter. Klar, warum halt auch nicht, ne? Kann man auch machen. Das kann man auch machen. Ist nix, ne?
Nö. Weil ja eh nicht mal an der Wand war. Okay. Ich will mal gucken. Das Bett kriegen wir doch bestimmt wieder zurück, oder? Oder? Ne? Ne. Wofür ist der angedacht? Das ist wahrscheinlich umgekehrt später, ne? Dass man wieder hochkommt oder so. Aber wofür ist denn... Wofür war denn der Wassereimer hier? Ah, okay, ich verstehe. Labor des Gärtners. Okay. Okay. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Oh, naja. Der will mich. Die wollen mich fressen. Gib her. Meine Rolle. Hab ich. Der hat mich fast geschlagen eben. Nein, du kriegst mich nicht. Tschüss. Was ist denn das da? Labor des Gärtners. Erstmal einsammeln. Labor haben wir doch nicht. Hey. Hab dich. Ich hab dich. Mal gucken, ob jetzt was kommt. Finde die Windflügel. Nö, jetzt ruft er nur wieder an. Richtig, Luigi. Das war der letzte Windradflügel für das Gatter zum Baum. Ich hole dich schnell zurück, dann können wir den Rest bereden. Nein, ich wollte unten bleiben. Ich wollte noch gucken. Tschüss. Mission abgeschlossen. Na, wie schlecht sind wir diesmal? Oh, 2-Sterne-Rang. Nice. Und tschüss. Und tschüss. Und hallo. So, gut. Mach ich mal so. Okay. Dieser dreisten Diebesbanner hast du es aber gezeigt, mein Freund. Neues Juwel gefunden. Neues Geistergewicht, Masse 19, 8B. Reichtümer. Also, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte auf jeden Fall schon. Sehr gut. Nicht auszudenken, wenn einer mit seinem Windradflügel über alle Berge entfleucht wäre. Und ich habe gewiss das richtige Werkzeug, um die Flügel wieder anzusetzen. Manchmal bist du wirklich vom Pech verfolgt. Oder, mein Bester? Die Geister sagten dich schon, ehe du einen Fuß in den hohlen Baum setzen konntest. Aber nicht aufgeben. Gemeinsam lassen wir den Finstermond im Nu wieder erstrahlen. Jo, aber ich würde sagen,
bevor wir Bildreich Friedhofgang machen, werde ich jetzt mal Feier machen für dich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Luigi's Mansion 2 HD. Bis dann. Ciao, ciao.